1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Dienstagnacht haben wir heute. Dienstag haben wir meistens und so auch heute eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft ganz einfach an, egal zu welchem Thema. 0800 220 50 50 oder faxt unter 0800 220 50 51 oder mailt mir ganz einfach unter domian@wdr.de. Es geht sofort los und es geht los mit Eva. Und Eva ist 22 Jahre alt. Hallo Eva, bist du unter der Dusche? Ja. Nee, ich bin da. Es klingt so. Nee. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn? Also, die Sache ist mir, um ehrlich zu sein, ein wenig peinlich vorneweg. Denn ich denke, das ist nicht ganz so alltäglich. Folgendes, ich bin mit meinem Freund seit einem guten halben Jahr zusammen. Das ist noch okay. Ja, Eva, du gehst bitte mit dem Mund ganz nah an den Kopf, an den Telefonhörer. Ja, ich habe bisher gedacht, dass alles super läuft und so wirklich verliebt. Und jetzt letzte Woche kam dann der Riesenhammer, als ich dann bei ihm war. Und es war ganz normal am Wochenende. Wir haben dann auch miteinander geschlafen, lagen dann nebeneinander. Mhm. Ja, und dann sagte er, ob er mir mal seine geheimsten Wünsche erzählen dürfte. Ja. Ich sagte ja. Klar. Ja, und möchte man ja auch gerne hören. Ja. Ja, und dann äußerte er halt den Wunsch, dass ich doch bitte einmal auf ihm urinieren sollte. Oh. Ja. Mit solchen Sachen hattest du bisher noch nichts am Hut? Nein, noch in keinster Weise. Da ist man ja im ersten Moment ein bisschen geschockt, ne? Nicht nur ein bisschen. Ja, glaube ich. Also das hat mich erstmal, ich habe es für einen Scherz gehalten. Ich habe wirklich gedacht, der macht sich jetzt einen Scherz mit dir und testet so ein bisschen mal, was du dazu sagst. Ja, aber er meinte es ernst. Er meinte es wirklich ernst. Er sagte halt, er hätte schon länger bei sich im Kopf rumschwirren und würde diesen Wunsch halt gerne mal mit mir verwirklichen. Ja. So, als du dann gemerkt hast, dass er das ernst meint, dass das nicht irgendein Witz ist, dass du mal auf ihn draufpieseln sollst, wie hast du dich dann weiter verhalten? Was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm im ersten Moment gesagt, ich sag, ob er es halt ernst meint. Er sagte ja. Ja? Habe ich halt nur gesagt, ja, warum? Also erstmal eine Frage, ich wollte wissen, warum er das gerne möchte. Und ja. Er sagt halt so, es würde ihn sehr antören. Halt. Es wäre so eine, davon bin ich ausgegangen. Ja, er fühlte sich, also es hat sich halt bescheuert an. Er dachte halt, er würde es einfach schön fühlen, so sich unterlegen fühlen. Halt einfach so, dass ich halt praktisch über ihn sitze und dann auf ihn rauspinke. Mhm. Und ja, er halt mir unterlegen ist. Gut, das hat er dann erklärt. So ticken ja viele Leute. Wie ging es dann weiter? Hast du dich dann ernster mit ihm unterhalten und hast gesagt, wie hast du dich denn dann dazu ich auch innerlich sagen, ja, ich habe ziemlich schnell eigentlich abgeblockt, so innerlich, weil es für mich nicht in Frage kommt. Das ist gehört für mich nicht zum Sexleben dazu. Ja. Und daraufhin habe ich ihm dann gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Mhm. Und er sagte so, er hätte sich von mir halt erhofft, ein bisschen mehr Verständnis und ich soll auch mal drüber nachdenken, mal drüber schlafen eine Nacht und dass es ihm halt sehr wichtig wäre. Ja. Ja. Sogar so ein bisschen vorwurfsvoll. Von dir hätte ich aber ein bisschen mehr Verständnis. So in etwa. Er hat jetzt fast ein halbes Jahr damit gewartet, weil wir uns erstmal so verhalten kennenlernen wollen. Und jetzt, wo er mir so sehr vertraut und den Wunsch äußert, und jetzt würde ich ihm so vor den Kopf stoßen damit. Hat er denn mit anderen Frauen sowas schon mal gemacht? Weißt du das? Er sagte mir, seine Ex-Freundin hätte wohl diesen Gedanken in ihm geweckt. Ob sie es mit ihm gemacht hat, wollte ich in dem Moment auch gar nicht wissen. Wahrscheinlich hat sie es gemacht. Ich denke auch. Also so, jetzt haben wir ja zwei Fronten, ne? Da ist der Freund, mit dem du ein halbes Jahr zusammen bist, den du, ihr seid sehr verliebt, gehe ich mal von aus? Ja, eigentlich schon. Eigentlich nur das hat mich ziemlich geschockt. Ja, aber nehmen wir das mal raus, dieses Thema im Moment. Aber eigentlich vorher warst du sehr verliebt in ihn. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir zwei Fronten. Er, auf der einen Seite den Mann, den jungen Mann, in den du sehr verknallt bist, dein Freund, halbes Jahr zusammen. Der aber jetzt eine sexuelle Praktik von dir wünscht, die für dich völlig undenkbar ist, ne? Ja. Die ist völlig undenkbar.
Ich frage nur mal ganz klar, damit wir auch wissen, worüber wir reden. Du hast da keinen Bock drauf, du möchtest das auch nicht ausprobieren, ist einfach nicht dein Ding. Nein, ich möchte nichts, was irgendwie mit Experimenten zu tun hat, im Bett ausprobieren. Ist nicht deine Sexualität, würde dich auch völlig abtören und möchtest du gar nicht im Bereich Erotik und Sexualität haben, sowas? Nee, weil es einfach für mich eklig ist. Ja, okay. Kann man verstehen, ist ein klarer Standpunkt, den auch viele Leute natürlich so haben. So, jetzt war ich gerade ein bisschen erstaunt und auch ein bisschen, fast schon ein bisschen verärgert, als du erzählt hast, er hätte dir fast schon so ein bisschen Vorwürfe gemacht. Ich finde ja gut, dass man sich so diese geheimen Wünsche sagt. Ne? Das ist ja völlig in Ordnung. Aber man muss dann auch akzeptieren, wenn der andere eben sagt, nee, ist nicht meine Welt, lass uns... Was mich halt stört, er hat sogar schon Vorbereitungen getroffen. Er hat so eine Gummimatte, kann man sagen, gekauft, die er halt hätte auf das Sofa legen wollen, damit dann auch, dass man die Gummimatte dann aufwischen kann und so. Und er hat mir das dann auch gezeigt, wie er sich das vorstellt, diese Gummimatte da rausgekramt und ich stand dann nur wie blöd und wusste also gar nichts. Wird er schon diverse Erfahrungen haben, glaube ich, sonst hat er die Gummimatte nicht. Hat dich das jetzt ein bisschen in der Liebe auch zurückgeworfen zu ihm? Was heißt mehr Liebe? Ich mag ihn immer noch sehr, ich bin immer noch verliebt. Nur sobald ich in ihn denke, habe ich dieses blöde Bild mit dieser Gummimatte im Kopf. Mhm. Ich habe so einen Moment, verbinde ich ihn mit Gummimatte. Ja, und, es irritiert, ne? Es irritiert. Ja. So, jetzt will ich dich erstmal ganz klar bestärken, Eva, in deiner Haltung. Ich finde deine Haltung gut und die ist auch nachvollziehbar, die kann ich auch nachvollziehen. Wenn du sagst, das ist nicht mein Ding, dann machst du das auch nicht. Um Gottes Willen, mach es nicht nur ihm zuliebe. Wenn du nicht experimentieren möchtest, dann mach es auch nicht. So. Nee. Aber jetzt musst du mit ihm reden. Jetzt musst du wirklich intensiv das Gespräch suchen, um die Irritation aus dem Weg zu bringen. Du musst ihm das ganz, ganz eindeutig klar machen, dass das nicht deine Welt ist und du das nicht in eurer Sexualität haben möchtest. Das ist ja auch gar nicht so einfach, weil er sagt halt, das wäre sein sehnlichster Wunsch im Moment und er ist halt so enttäuscht von mir und dann jemandem zu sagen, das kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Das ist einfach. Doch, das musst du machen. Und lass dir kein schlechtes Gewissen einreden. Ich finde sexuelle, sagen wir mal so Leidenschaften hin, sexuelle Leidenschaften her. Ich glaube auch, dass er, wenn er wirklich in dich verliebt ist und dich mag, er auch auf diesen Teil seiner Sexualität verzichten kann. Oder es verzichten sollte. Es sei denn, der ist so stark ausgeprägt, dass er nichts anderes mehr im Kopf hat. Da habe ich halt Angst vor, wenn er schon diese Gummimatte hat und von seiner Ex-Freundin geprägt ist, dass ich dann einfach in dem Moment nicht mithalten kann mit normalem... Und deshalb müsst ihr wirklich Tacheles reden, ihr beiden. Du musst ihn das klar fragen, wie stark dieses Bedürfnis bei ihm ist. Ja. Wie stark ist das Bedürfnis für ihn, auf dich zu pinkeln? So. Ja. Wenn er sagt, ach, das ist so ein Spaß, den ich auch gerne mal hätte in meiner Sexualität, kann man damit leben. Das heißt, nicht leben in dem Sinne, sondern dann kann er das auch zur Seite schieben. Ja. Wenn er aber sagt, das ist jetzt so wirklich meine Hauptsexualität, dann habt ihr wirklich ein Problem. Dann habt ihr ein Problem. Aber du musst dich noch klarer machen. Lass dir kein schlechtes Gewissen einreden und tu bloß nichts gegen deinen Wunsch. Nur was mir auch Angst macht, wenn es damit anfängt, wo hört es dann auf? Nicht, dass er nachher noch anderes, in meinem Kopf spielen schon mal so ein paar Szenarien ab. Je mehr ich daran denke, desto mehr male ich mir Sachen aus. Ja, deswegen musst du fragen. Du musst ihn fragen und löchern. Du musst klar wissen, wie er da gestrickt ist. Ja. Das ist der nächste Schritt. Das ist ein bisschen unangenehm und auch vielleicht peinlich, weiß ich nicht. Aber dass du da ein bisschen Angst vor hast, verstehe ich auch. Aber das musst du tun. Ja. Und lass dir bloß wirklich, ich sag's nochmal, weil es mich ein bisschen ärgert, lass dir bloß kein schlechtes Gewissen einreden. So, jetzt musst du mit deinem Freund reden. Ja, nur letzte Woche war ein bisschen mehr Smalltalk zwischen uns, so nicht wirklich haben wir uns unterhalten und uns beide so ein bisschen rausgeschoben, habe ich das Gefühl. Und deshalb, ne? Ja. Nee, da musst du jetzt initiativ werden und musst sagen, pass auf hier, Junge, wir müssen reden. Wir müssen da klare Verhältnisse schaffen. Ja. Wünsche ich dir alles Gute für Eva. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, heute haben wir eine freie Themennacht, wie bereits gesagt. Morgen heißt unser Thema die Macht der Mütter. Ich möchte gerne mit euch über Mütter reden, über eure Mütter oder auch Mütter von eurem Partner oder überhaupt Mütter, die ihr so mitbekommt. Über gewalttätige Mütter möchte ich sprechen, dominante Mütter. Vielleicht gibt es auch viele Menschen von euch oder einige von euch, die abhängig sind von der Mutter. Stichwort Muttersöhnchen. Oder wir können auch sprechen über ignorante Mütter. Mütter, das haben wir leider hier in dieser Sendung auch schon öfters gehört, die beispielsweise bei schweren Delikten wie sexuellem Missbrauch einfach weggucken. Und den Kindern das hinterher, wenn sie erwachsen sind, klar, Leute, wir können auch über Schwiegermütter
sprechen und so weiter. Also morgen heißt unser Thema die Macht der Mütter. Die Macht der Mütter. Jetzt geht's weiter mit Britta. Und Britta ist 21. Guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Also es geht darum, dass mein Freund seit einem Jahr nicht mehr mit mir schlafen will. Wie lange seid ihr ein Paar? Wir werden jetzt im Mai sind das 3 Jahre. Ja, und seit einem Jahr will er nicht mehr schlafen. Ja, genau. Weißt du warum? Hast du ihn gefragt? Also wenn ich ihn frage, weicht er mir ständig aus. Also er wechselt dann direkt das Thema und will überhaupt nicht darüber reden. Also er weicht hier quasi ein Jahr jetzt aus, was dieses Thema anbelangt. Genau. Macht dich das nicht irre wütend? Wenn ein Jahr ist ja eine lange Zeit. Und wenn du immer wieder fragst und irgendwie dich erkundigst und er weicht aus? Ja, also wütend in einer Art schon, aber man versucht es halt immer wieder. Vielleicht hat man ja mal Glück, dass er mit einem reden will. Na, das ist aber eine Haltung, du. Das ist aber eine Haltung. Was hast du denn konkret gefragt? Hast du ihn schon ganz konkret angesprochen und hast gesagt, was ist denn hier los? Warum willst du nicht mehr mit mir schlafen? Also ich habe ihn gefragt, er schläft ja auch bei mir. Mhm. Und wenn wir dann im Bett liegen, liegt er auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite. Ich darf ihn nicht berühren, gar nichts. Auch kein Kuscheln, keine gar nicht. Streicheln, keine Zärtlichkeit. Küsst ihr euch denn noch? Auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Ja, und hast du ihn so klar gefragt? Und dann habe ich gefragt, warum er denn jetzt nur noch da liegt und ich ihn nicht berühren darf und warum wir denn nicht mehr miteinander schlafen würden. Mhm. Und dann druckst du erst rum und dann weicht er wieder auf ein ganz anderes Thema oder sagt, ich habe jetzt keine Lust zu reden, und ich möchte jetzt schlafen oder sonst was. Also in diesem ganzen Jahr ist noch nichts dabei rumgekommen. Kein leichten Anhaltspunkt, was da los ist mit ihm. Gar nichts. Gar nichts. Du würdest gerne mit ihm schlafen? Lieben gern. Lieben gern. Du liebst ihn auch nach wie vor? Ja, sonst hätte ich ihn ja schon längst verlassen. Ja. Und davor, die ersten 2 Jahre, da lief das alles ganz normal? Also da lief alles normal. Da muss ich dazu sagen, da wohne ich auch noch bei meiner Mutter zu Hause. Mhm. Ich bin ihm zuliebe jetzt zu ihm gezogen. Also wohne jetzt 2 Häuser von ihm entfernt. Ja. Und seitdem ich hier wohne, quasi, ist jetzt über ein Jahr, läuft so gut wie gar nichts mehr. Die Anfangszeit ging es noch und jetzt läuft gar nichts mehr. Ihr habt aber keine gemeinsame Wohnung. Ihr wohnt nur in der Nähe. Wir wohnen nur in der Nähe. In der Nähe. Mhm. Hast du, ich meine, da kommt man ja auf alle möglichen Gedanken. Kann es sein, dass er eine andere hat? Also ich habe schon mit etlichen Freunden von ihm gesprochen, mit denen ich auch so guten Kontakt habe. Und die sagen, der hat überhaupt keine andere Freundin. Mhm. Der hätte sich nur seit einem Jahr verändert. Im Wesen her, aber die können mir auch nichts Genaues sagen. Ach, das sagen die Freunde auch? Das sagen die Freunde auch. Mhm. Aber die haben keine Ahnung, aus welcher Ecke, in welche Richtung er sich, was los ist. Gar nicht. Gar nichts. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass er, abgesehen davon, dass er nicht mit dir schläft, dass er dich auch noch liebt? Oder ist es irgendwie so Alltagstrott? Also das Gefühl, dass er mich liebt, habe ich noch, weil sonst wird er überhaupt nicht mehr mit mir sprechen oder gar nicht mehr bei mir schlafen. Mhm. Was glaubst du, naja, also das ist ja noch kein Indiz dafür, dass man jemanden liebt, nur weil er noch mit dir spricht oder dass er bei dir schläft, das heißt ja noch gar nichts. Ich meine ja, wie geht er mit dir um? Ist er denn zumindest, wenn er schon nicht zärtlich ist er freundlich mit dir? Also freundlich ist er, also er ist auch hilfsbereit. Ja. Jetzt musste ich letztens meine Wohnung hier renovieren, da hat er mir auch geholfen. Mhm. Also so merke ich nichts, nur halt, dass er jetzt nicht mehr mit mir schlafen will. Hast du das Gefühl, dass er irgendwie in einem schweren Problem steckt? Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil vor 4 Jahren ist auch sein Vater gestorben, ob das noch irgendwie an ihm hängt. Nun ist das schon lange her, ne? 4 Jahre. Und wenn es danach gut ging mit euch und jetzt war das eigentlich plötzlich vor einem Jahr? Hat das schlagartig aufgehört? Das hat schlagartig aufgehört. Schlagartig hat es aufgehört. Mhm. Was macht er mit seiner Sexualität? Hast du da eine Ahnung? Ich weiß überhaupt nicht, was er so macht. Also er schläft jetzt, kann man sagen, 2-mal die Woche bei mir, den Rest drüben bei seiner Mutter. Mhm. Und was rein Sex im Sexualleben gesehen ist, weiß ich überhaupt nicht. Das hast du aber auch noch nicht gefragt. Du hast ja auch nicht gefragt. Ja, wenn wir schon nicht miteinander schlafen, onanierst du beispielsweise, hast du nicht gefragt. Das habe ich nicht gefragt. Mhm. Ja, habt ihr da so ein bisschen, hast du auch ein bisschen Scheu, ihn auf solche Sachen anzusprechen? Nee, aber auf die Gedanken bin ich selber noch gar nicht gekommen, ihn darauf anzusprechen. Mhm. Dennoch glaube ich ja, dass du dir viele Gedanken gemacht hast. Du hast dir die Gedanken gemacht, hat er eine andere Frau? Die Freunde sagen nein. Was hast du denn sonst noch so für Spekulationen im Kopf, wenn sie auch noch so abwegig sind? Aber man kann sie ja mal gemeinsam bedenken. Ja, ich hatte auch schon dran gedacht, ob er vielleicht in den Puff geht, aber ich glaube nicht, dass er das Geld dazu hat, weil so viel verdient er auch nicht. Mhm.
Also irgendwas ist da faul, ne? Irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und ich finde, dass du eigentlich viel zu nachgiebig und eigentlich auch viel zu freundlich mit ihm bist, Britta. Wenn du ein ganzes Jahr das mit dir machen lässt und dich ein ganzes Jahr so hinhalten lässt und wegschieben, er schiebt dich ja eigentlich symbolisch weg. Mhm. Ne? Und er gibt dir ja keine Antwort. Und du hast eine Frage gestellt, die sehr berechtigt ist. Und er hat verdammt nochmal dir auch eine Antwort drauf zu geben, wenn ihr zusammen seid, wenn ihr ein Paar seid. Aber was soll ich denn sonst nochmal? Ich liebe ihn ja selbst noch, sonst hätte ich ja wirklich schon alles hingeschmissen. Ja, aber du musst dir natürlich im Klaren sein, dass irgendetwas geschehen muss. Willst du so die nächsten 10 Jahre leben beispielsweise? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und im Prinzip ist es ja auch eine sehr demütigende Situation für dich. Ja. Erniedrigend auch. Du zappelst da rum innerlich und möchtest gerne und er macht es nicht. Er lässt dich nicht ran. Er macht das halt nicht mit, ne? Genau. So, jetzt finde ich, dass du mit härteren Bandagen an ihn rangehen musst. Ich finde, dass du da mehr auf den Putz hauen solltest, um aus ihm eine Begründung herauszukriegen, was los ist. Und mit mehr auf den Putz hauen finde ich, dass sogar letztendlich auch die Drohung im Raum stehen müsste, wenn du mir das nicht sagst und wenn das nicht anders wird, dann gehe ich, dann ist diese Beziehung beendet. Das wird mir zwar schwer fallen. Ja, das glaube ich dir, Britta. Aber die Beziehung funktioniert ja so schon gar nicht mehr, de facto seit einem Jahr. Mhm. Wenn er dir das selbst so nicht sagt, ich weiß ja gar nicht, was mit ihm. Ich tappe ja auch völlig im Dunkeln oder stoche da im Nebel. So wie er mir rüberkommt, wie du ihn mir geschildert hast, ist das sicher auch kein Typ, wenn du sagst, pass mal auf, wir gehen mal zu einer Partnerberatung. Macht er nicht, ne? Ich glaube eher weniger. Ja, glaube ich auch. Dennoch solltest du es vorschlagen. Und da musst du sagen, wenn dir was an unserer Beziehung liegt, wenn du mich auch noch liebst, dann musst du auch etwas tun. Da musst du auch etwas für mich, für Britta tun. Entweder machst du den Mund auf und erklärst es mir, weil ich so nicht weiterleben kann und so auch die Beziehung nicht weiterleben kann. So muss man sagen. Mhm. Und wenn er das nicht kann, dann schlag ihm das dennoch mal vor, dass ihr mal zu einer Partnerberatung gehen solltet. Wenn er da nicht mitgehen will, dann gehst du da mal alleine hin. Ja. Das finde ich auch schon mal einen ganz guten. Du hast ja jetzt hier auch angerufen, wir haben uns unterhalten. Das kannst du da mit einem entsprechenden Menschen auch machen. Damit du einfach mal so ein bisschen so einen Rückhalt auch bekommst. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja. Dann schlage ich erstmal vor, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Der kann dir auch noch eine Adresse geben in deine Umgebung. Und dann musst du erstmal ein bisschen mutiger und tougher da rangehen. Okay. Alles Gute, Britta. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Also du legst auf, mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an, okay? Okay, danke. Tschüss. Hier ist Beate. Beate ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Beate. Warum hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, meine Tochter ist gestorben und ich werde damit nicht fertig. Wie alt ist die Tochter geworden? 23. Ja, wann ist sie gestorben? Am 27. Januar. In diesem Jahr? Ja. An was ist sie gestorben? Sie war von Geburt an krank, also sie hatte eine Erbkrankheit, Mukoviszidose. Oh ja, das ist eine sehr schwere Erkrankung. Mhm. Mhm. Eine Stoffwechselerkrankung. Ja, genau. Wo die Menschen, glaube ich, auch sehr, sehr schlimm sterben. Ne? Mhm. Das heißt, sie ersticken, glaube ich, ne, soweit ich informiert bin. Ja, okay, bei ihr war es jetzt ein bisschen anders. Also, ich muss das kurz erzählen. Also sie hat nicht bei mir gelebt. Also sie hat in Bayern gelebt, ich lebe hier in Köln. Mhm. Und sie war im Herbst 3 Monate bei mir zu Besuch, ist dort also ziemlich krank geworden, war dann auch hier in der Klinik 4 Wochen. Ja. Und dann wurde bei ihr also eine Leberzirrhose im Endstadium festgestellt. Und die hing auch mit der Erkrankung zusammen? Ja, genau. Das hatte man vorher noch gar nicht diagnostiziert? Nein, man hatte vor Jahren mal gesagt, es hat eine beginnende, aber da es ihr eigentlich relativ immer gut ging, wie gesagt, also ist man da gar nicht so drauf eingegangen, also in dem Heimatort, wo sie in Behandlung war. Ja. Und ja, sie hatte sich dann auch, konnte sich erst auch nicht so entscheiden für eine Transplantation, hatte sich dann die Auszeit genommen, noch eine Kur zu machen und wollte sich nach dieser Kur dann dem Transplantationszentrum vorstellen. Mhm. Nur war es dann so, sie wurde dann von der Kur aus, also per Notfall dann in die Uniklinik nach Heidelberg gebracht, weil dadurch, dass sie diese Leberzirrhose im Endstadium hatte, arbeitet die Leber gar nicht mehr. Mhm. Und sie hatte schon, also, wie sagt man, dadurch wurde das Wasser in den Bauch getrieben bei ihr. Ja, ja.
Und das war schon vergiftet bei ihr. Ja, ja. Und das konnte man nur also mit hochdosiertem Antibiotikum behandeln. Mhm. Und da das aber auch auf die Atmung geht, weil die Lunge ja bei der Krankheit auch betroffen ist, hat man sie also einen Tag später also ins künstliche Koma gelegt und beatmet. Und das ging auch am Anfang, ging das eigentlich ganz gut. Dann hieß es auch, also die kriegen das in den Griff nach 2 Tagen. Und dann, ja, am 4. Tag dann ist ihr erst durch diese Beatmung, das hat die Lunge nicht ausgehalten, ist ihr erst der linke Lungenflügel und dann am Tag drauf der rechte Lungenflügel geplatzt. Und daran ist sie dann auch verstorben? Da ist sie dann verstorben dran, ja. Das heißt, sie hatte noch die Entscheidung getroffen, sich transplantieren zu lassen? Ja. Und dann ist sie dann doch in der Vorbereitungsphase dazu gestorben? Mhm. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deiner Tochter? Also, dadurch, dass wir jetzt so weit auseinander gewohnt, wir haben uns zwar oft gegenseitig besucht und so und auch viel telefoniert, aber ich muss sagen, also die 3 Monate, wo sie jetzt bei mir war, ja. Weil sie konnte seit einem Jahr auch nicht mehr arbeiten durch die Krankheit, ist das Verhältnis also sehr innig geworden bei uns. Warum wohntet ihr eigentlich so weit auseinander? Ja, ich bin vor 3,5 Jahren nach Köln gezogen. Ich habe noch eine jüngere Tochter mit 21, die lebt bei mir hier. Und sie war damals in der Ausbildung und hat auch ihren Freund, also in Bayern, und wollte halt deswegen nicht. Sie hatte da ihr Umfeld und wollte dann nicht mit dir nach Köln dann ziehen. Ja, ich habe das auch akzeptiert, weil sie kam ja ganz gut mit ihrer Krankheit klar. Und hat auch dann, hat auch alleine gelebt und konnte nicht? Nein, sie hat beim Vater hat sie gelebt. Ach so. Mhm. 3 Monate im Herbst war sie da, dadurch ist das Verhältnis noch mal inniger geworden, als es ohnehin schon war, kann man das so sagen? Ja, schon, ja. Ich habe sie dann auch, ihr ging es auch sehr schlecht, wo sie dann hier in Köln war. Und die haben sie eigentlich ganz gut, kann man sagen, so wieder fit bekommen. Sie wollte dann nur, weil sie auch irgendwie ein bisschen Wut hatte jetzt auf ihre Ärzte in Bayern, wollte da, wie sie gesagt hat, sie fährt, das möchte es da runterfahren und möchte also klar Schiff machen bei denen, warum man das also nicht schon früher als in Erwägung gezogen hatte mit dieser Transplantation. Das heißt auch, wenn man das früher diagnostiziert hätte oder richtig erkannt hätte in Bayern, dann auf jeden Fall wäre sie wahrscheinlich noch im Leben. Wenn man das 2 Jahre vorher also schon mal angesprochen hätte. Ja. Dann nur ist es halt so bei dieser Krankheit, weil man sagt immer, die haben keine hohe Lebenserwartung. Also sind diese Patienten quasi bis auch im Erwachsenenalter darauf angewiesen, in eine Kinderklinik zu gehen. Jetzt hat sie das natürlich hier in Köln das erste Mal erfahren, dass sie also in einer Erwachsenenabteilung war mit dieser Krankheit. Und das war natürlich Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das glaube ich. Jetzt ist deine Tochter 23 Jahre alt, am 27. Januar verstorben. Ja, in Heidelberg, In Heidelberg verstorben. Das heißt, du warst auch gar nicht dabei, als sie gestorben ist. Doch, ich war dabei. Als ich erfahren habe, dass sie also dorthin gebracht wurde, bin ich hingefahren sofort, konnte auch mit ihr noch ein paar Wörter wechseln, aber sie war da schon. Also sie hatte ziemlich Schmerzen und sie hat zwar noch mitbekommen, dass ich da bin. War ihr klar, wie ernst die Situation ist? Nein. Sie ist quasi dahin mit der Hoffnung, dass die jetzt eben diese Vergiftung da wegkriegen und dass sie eben vorbereitet wird mit dieser Transplantation. Sie hat wahnsinnige Angst gehabt vom Sterben, also wahnsinnige Angst. Insofern könnte man ja sagen, dass es gut ist, dass sie es nicht wusste. Ja, ne? Dass sie nicht noch in den letzten Stunden oder Tagen noch diese Angst hat ertragen müssen. Nee, ich fand das auch ganz gut, dass die Ärzte sie da in dieses künstliche Koma gelegt haben. Dass sie, ich zweifle auch jetzt noch ein bisschen dran, aber ich habe immer wieder gefragt, also ob sie auch wirklich nichts mitbekommt und so, weil es war schon ziemlich heftig, diese ganzen, weil dann hat auch noch eine Niere versagt, sie musste dann noch an die Dialyse. Beate, wenn man ein Kind hat mit einer solchen schweren Erkrankung, Mukoviszidose, dann ist man ja als Eltern schon sehr früh mit dem Gedanken vertraut, dass das Kind eventuell stirbt oder nicht so sehr alt werden kann. Stimmt schon, ja. So gesehen. Hat dir das jetzt... Ich meine, das ist immer ein unglaublicher Schmerz, wenn ein Kind stirbt, wenn das eigene Kind stirbt. Dennoch, meinst du, dass dir das so ein bisschen geholfen hat oder dass das abgefangen hat, den Schmerz, dass die Tochter jetzt verstorben ist, dass du schon so wusstest um ihren ernsten Zustand? Als wenn sie jetzt ganz plötzlich verstorben wäre? Nein, ich habe mich nie mit dem Gedanken befasst, weil ihr ging es eigentlich immer relativ gut, obwohl sie so krank war. Und sie hat ihre Medikamente genommen, ihre Therapien durchgezogen. Und sie hat eigentlich alles gemacht. Also sie hat ihre Schulausbildung gemacht, obwohl sie da durch die Krankheit also auch diskriminiert wurde. Sie wollte aufs Gymnasium, konnte sie nicht besuchen. Sie hat dann ihren Realabschluss gemacht, hat ihre Ausbildung gemacht. Also ein vitales Mädchen, ne?
Ja, sie hat alles durchgezogen. Sie war so eine richtige Kämpferin, war sie. Ich glaube, das ist ja auch was ganz, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, etwas sehr Schönes ist, dass sie im Herbst bei dir noch war, dass sie 3 Monate sogar hier war. Und dass du dann sagst, dass wir uns sehr nahe gekommen sind in der Zeit. Ja, schon. Ne, das ist schon, wenn man das jetzt bewerten muss, doch eigentlich noch ein Glück, dass ihr das noch habt zu so erleben dürfen. Ja, nahe gekommen jetzt in dem Sinn, die letzten Jahre, sie wollte das eigentlich nicht mehr so, dass ich mich jetzt gerade um ihre Krankheit und so kümmere. Aber im Nachhinein denke ich mir, ich hätte mich vielleicht doch irgendwie durchsetzen sollen, wie ich es auch hier in Köln gemacht habe, weil sie wollte ja hier erst nicht zum Arzt gehen. Und ich habe dann das einfach über ihren Kopf hinweg entschieden und habe den Notarzt geholt und sie war mir dann auch dankbar dafür. Ja, aber das sind immer schwierige Fragen, wenn man so im Nachhinein denkt, hätte ich das mal damals... Ja, klar, eben. Vielleicht, sicher, ne? Aber du hattest damals ja auch deine Gründe, wahrscheinlich um ihr auch die Eigenständigkeit zu lassen. Das ist ganz, ganz schwierig da. Aber ich verstehe, wenn man so einen Unglücksfall nun hat und so ein Unglück... dass man sich die Gedanken macht, natürlich. Ja, sicher. Man denkt immer, ich kriege auch von Bekannten jetzt gesagt, ich soll das mal von der Seite sehen. Meine andere Tochter könnte morgen von einem Auto überfahren werden oder so. Aber das sind für mich so blöde Sprüche, sind das für mich. Das ist, weil ich mich eben nie mit dem Gedanken befasst habe, ich habe auch nie so Elterngruppen besucht oder was weiß ich, wo man vielleicht doch mal mit sowas in Verbindung gekommen wäre. Ist sie denn jetzt in Köln begraben? Nein, sie ist zu Hause, also in Bayern beerdigt. Ist das schwierig für dich, dass du auch nicht das Grab hast? Ja, das ist ganz schlimm für mich. Ja, also das ist, und es ist so, ich kann auch dadurch, dass ich auch diese 5 Tage bei ihr war, ich sehe das jeden Tag vor mir. Bei mir ist es so, bei mir läuft es jeder Tag ab. Ich gehe in meine Arbeit, aber ich nehme das alles bewusst um mich herum überhaupt nicht mehr wahr. Du warst in dem Klinikum in Heidelberg noch 5 Tage. Das ist ja auch finde ich auch sehr toll, dass das so gekommen ist und dass du das gemacht hast, dass du 5 Tage bei ihr warst und sie begleitet hast in ihrer schwersten Zeit. Nee, das hätte ich auch nicht gekonnt, sie da alleine liegen lassen. Hast du denn jetzt jemanden, mit dem du auch über deine Trauer sprechen kannst? Nein, also meine jüngere Tochter lebt zwar hier, aber die hat es aufgrund von diesem Vorfall eben jetzt beschlossen, wieder nach Bayern zu gehen. Und ich bin ihr auch keine große Hilfe. Für sie ist das auch schlimm, nur sie kann ein bisschen besser umgehen damit. Und du stehst ganz alleine jetzt in Köln hast kaum einen... es gibt auch keinen Freund oder keine Freundin? Ja doch, aber von denen kriege ich halt dann nur gesagt, ja, ich soll nach vorne gucken, in die Zukunft gucken, das geht weiter und ich kann das halt nicht vergessen. Kann nicht schlafen, ich kann nicht essen. Das verstehe ich. Solche Sprüche helfen einem auch nicht weiter. Die sind vielleicht gut gemeint. Die Leute sind ja da oft hilflos und sagen dann so Sachen, aber das hilft einem natürlich nicht weiter. Ja, klar. Ich würde gerne Folgendes vorschlagen, Beate, dass du mit meinem Psychologen mal ein bisschen berätst gleich, was man tun könnte. Ja. Dass du, ich fände gut, wenn du einen Anlaufpunkt in Köln hättest, wo du hingehen kannst. Ja, es gibt ja auch Selbsthilfegruppen von Eltern, deren Kinder gestorben sind, beispielsweise. Dass du da einen Menschen hättest. Ich würde sagen, du unterhältst dich erstmal mit dem Johannes. Okay, ja. Und ich wünsche sehr, dass ihr ein etwas findet. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du ein bisschen Kraft daraus schöpfen kannst, was wir dir vermitteln. Okay, danke. Alles Liebe und alles Gute, Beate. Danke. Du legst auf und wir rufen dich gleich an. Okay, danke schön. Tschüss. Hier ist Sonja und Sonja ist 32 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sonja. Hallo Domian. Du klingst aber... bisschen traurig. Ja, bin ich auch. Habe ich es doch sofort gehört. Also ich kenne deine Sendung schon länger, seit 10 Jahren ungefähr, habe auch schon öfter mal angerufen, aber nicht jetzt wegen dieser Sache. Also das Problem ist, dass ich mit einem Türken zusammen bin, also ist eigentlich kein Problem, aber ich nehme mal an, ich glaube, dass er spielt. Und also im Café. Achso, spielsüchtig ist. Ja, genau. Und dadurch sind natürlich die Zukunftsaussichten nicht so toll. Und da baut sich halt viel so auf. Wie lange seid ihr zusammen? Seit 6 Jahren. 6 Jahre. Ja, und seit wann meinst du, da stimmt irgendwas nicht? Da läuft was schief? Vor 2 Jahren hat das eigentlich angefangen. Also ich meine, das war nicht von Anfang an sehr schwierig mit uns. Er kam 98 nach Deutschland und sprach kaum Deutsch. Aber nachher... hat sich eine richtige Beziehung entwickelt, was ich halt vorher auch nicht so gedacht habe. Habt ihr euch aber schnell kennengelernt, ne? Nachdem er
Ja, das weiß ich auch nicht, ob das alles so Schicksal war, keine Ahnung, ein paar Monate später. Ja. So, seit 2 Jahren merkst du, da ist was irgendwie im Busch. Woran hast du es gemerkt? Ja, ich habe das daran gemerkt, dass ich meine, im Café gehen die Türken ja öfter mal, die gucken Fußball da oder die spielen halt Karten. Ja. Das geht dann meistens um ein Glas Tee oder so, das habe ich jetzt schon öfter mal gehört. Aber es ist halt auch der Fall, dass, was weiß ich, im Hinterzimmer oder an einem besonderen Tisch, dass die dann auch richtig um Geld spielen. Mhm. Und vor guten 2 Jahren bin ich da halt hintergekommen, weil er immer ziemlich lange da war. Mhm. Manchmal 9 Stunden, manchmal 10 Stunden und ich war dann zu Hause und habe auf ihn gewartet. Ja. Oder ich habe mal da vorm Café gestanden. Na gut, die Länge heißt ja noch, sagt ja noch nicht aus, dass da was schief läuft. Aber du hast es rausbekommen. Wie hast du es rausbekommen? Ja, weil er hat erst gelogen, er hat erst abgeleugnet, dass da irgendwie, weil ich hatte ihn schon drauf angesprochen, spielst du und ist das wirklich nur um ein Glas Tee? Irgendwie hast du ja schon was gewittert. Ja, hast weil so dann, viele Stunden, das kann ja nicht angehen. Hast du ihn dann angesprochen und er hat es letztendlich zugegeben? Ja. Ah. Und dann hat er, also er hatte mich sage und schreibe fast 2 Jahre angelogen und bis das dann halt dazu kam und dann hat er es mir dann gebeichtet. Wann hat er es dir gebeichtet? Ja, vor circa 2 Jahren. Vorher 2 Jahre angelogen. Ja, genau. So, jetzt weißt du das und seit 2 Jahren läuft es aber immer noch so weiter. Wohnt ihr eigentlich zusammen? Wir haben mal zusammen gewohnt. Jetzt nicht mehr? Nee, jetzt nicht mehr. Habt auch keine gemeinschaftliche Kasse, keinen gemeinschaftlichen Haushalt demzufolge? Nee, also das war immer mein Wunsch und seiner auch. Das ist ja irgendwie das Komische, dass er immer sagt, dass er mich liebt und mit mir Familie haben will, aber er tut nichts dafür. Ja. Das heißt, sich einen Job suchen mal so richtig oder weil er hat eigentlich einen Beruf. Aber ich habe immer versucht, ihm da zu helfen. Ja, aber er arbeitet auch nicht im Moment. Nee, im Moment ist gut schon länger. So, wenn das zugegeben hat, dass er spielt, da muss er ja auch mal gesagt haben oder du wirst ihn gefragt haben, um welche Summen geht es da? Oder wie viel Schulden hast du? Ja, genau. Also das war damals wohl, er hat mir mal erklärt, wie das angefangen hat, weil er durch diese Arbeitslosigkeit und dann hat man ja kein Geld, ich nehme an, dass das bei anderen auch so ist, dass man dann halt irgendwie das beobachtet, oh, der hat jetzt so viel gewonnen. Mhm. Okay. Und er wurde gefragt, ach, willst du nicht eine Runde mitspielen? So hat er mir das halt erklärt, so ganz kann ich mir auch vorstellen. Wie viel Schulden hat er? Wie viele Schulden er jetzt insgesamt hat, weiß ich nicht. Also die Schulden, die er damals hatte, hat er, glaube ich, wieder den Leuten zurückgezahlt. Mhm. Weil teilweise hat er sich auch von anderen Leuten dort im Café Geld gegeben. Wie finanziert er das denn, wenn er keinen Job hat, das Ganze? Ja, das ist halt auch immer so, weiß ich nicht. Also ich weiß, wie viel er bekommt vom Arbeitsamt. Mhm. Und er hat auch immer gesagt, lass uns endlich eine gemeinsame Wohnung nehmen. Und ich habe wegen diesem Misstrauen, ich habe dann immer gesagt, wie wollen wir das machen? Mhm. Ich weiß ja gar nicht, ob das dann wirklich am Ende des Monats nicht, dass ich nachher die ganzen Kosten allein tragen muss. So, jetzt habe ich das Problem verstanden. Du hast dann einen langjährigen Freund, den du liebst. Ja, genau. Der aber seit 2 Jahren irgendwie auf Abwägen ist. Ja, irgendwie den Weg nicht findet, nee. So kann man sagen. Ne? Mhm. Vor welcher Entscheidung oder in welcher Hauptproblematik stehst du jetzt? Wie würdest du es formulieren? Geht es so weit, dass du überlegst, dich von ihm zu trennen? Ich habe mich schon von ihm getrennt und bestimmt schon also etliche Male. Ich habe aufgehört zu zählen. Mhm. Und das Schlimme daran ist, weswegen ich eigentlich auch anrufe, aber ich kann mir eigentlich schon denken, was du wahrscheinlich sagen wirst, dass ich ein ganz schöner Depp gewesen bin, weil ich habe nämlich einen sehr netten Mann kennengelernt, letztes Jahr. Mhm. Und mit dem hätte ich eigentlich alles haben können, wovon ich eben träume in meinem Alter. Familie, Kinder und so weiter. Ja. Und den habe ich dann wieder sausen lassen für meinen Ex. Für den Ex. Weil der mir versprochen hat, ich ändere mich, ich mache das alles, ich liebe dich. Aber Sonja, du sagst mein Ex, aber irgendwie ist er ja immer noch dein Richtiger, ne? Ja, ich komme nicht von dem los. Ich weiß auch nicht. Ich ändere mich, ist ein guter Vorsatz. Und wenn jemand Fehler gemacht hat, sollte man ja auch jemandem immer noch eine Chance geben. Und man sollte auch immer wieder, man sollte auch verzeihen. Aber irgendwann, wenn jemand sagt, ich ändere mich, müssen auch mal Taten folgen. Ja, genau. Wenn 2 Jahre keine Taten gefolgt sind, wenn du dich richtig reingekniet hast für ihn, dass er du hast dich bemüht, dass er einen Job findet, er arbeitet nicht. Ich war mit ihm zusammen beim Arbeitsamt und so weiter. Etc. Genau, aber es kommt alles nichts dabei rum. Er macht weiter diese Sachen. Er hat dich belogen. Er kniet sich ja auch nicht rein, dass ihr heiratet, ne?
oder? Nee. Gibt es da noch Probleme vielleicht mit der Familie, dass die Familie das nicht will? Nee, ganz im Gegenteil. Die sind alle auf meiner Seite. Ah, ja. Also seine Schwestern sind, also sowas kann ich gar nicht erzählen. Ich weiß nicht, wie es anderen deutschen Frauen geht, die jetzt... sonst verstehen wir uns auch gut. Gut. Die sagen auch, dass das ziemlich scheiße ist mit dem Kaffee. Ne? Gut, dann kann man ja wirklich sagen, irgendwie ist mit ihm auch nicht so richtig was los. Ne? Nee. Wenn er da eine tolle Frau hat, die sich so um ihn bemüht hat und ihm immer wieder Chancen gegeben hat, dann müsste diese Frau, nennen wir sie mal Sonja, dann müsste diese Sonja auch mal irgendwann selbst konsequent sein und sagen... Ja, ich glaube, das ist wohl das größte Problem bei mir. Ich drehe mich im Kreis, genau wie er. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das eine gewisse Abhängigkeit ist. Ich frag mich bloß, wovon? Es klingt schon so. Psychisch oder so. Ja, natürlich, in irgendeiner Weise schon. Weil sexuell ist es nicht so. Also, weil manche sagen ja, oh, und vielleicht bist du hörig oder so, aber... Schlaft ihr noch miteinander? Ja, es ist nicht mehr so oft wie früher und das geht auch von mir aus. Ja, ja. Aber irgendwie hört sich das schon so... Weil das macht viel kaputt, sowas. Ne? Ja. Aber es hört sich wirklich schon so an, als wäre doch sehr viel Luft raus. Ne? Ich glaube, ich habe im Moment, das habe ich noch nicht erzählt, das Problem, dieses Mal mich so von ihm zu trennen, weil ich nämlich letztes Jahr mit ihm nach Frankreich in Urlaub gefahren bin. Mhm. Ich bin halb Französin und ich habe ihn halt meiner Familie vorgestellt, unter anderem meine Oma, Tante, Onkel und so weiter. Und das war halt eine wichtige Sache für mich. Und ja... Das war halt nach dieser anderen Männer, also nachdem ich diesen anderen kennengelernt habe. Und mit dem wollte ich eigentlich in Urlaub fahren. Und dann im letzten Moment habe ich dem dann den Laufpass gegeben und bin dann mit dem türkischen Mann dahin gefahren. So, Sonja, jetzt kann ich natürlich nicht... Das war ziemlich heftige Geschichte. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich ihm damals, also letztes Jahr, jetzt kannst du ihm glauben, er hat dir das jetzt gezeigt, dass er dich liebt. Aber danach, er fährt mit dir nach Frankreich. Aber danach ging es wieder weiter. Danach ging es wieder weiter. So, jetzt kann ich nicht in dich reingucken. Und letztendlich sind solche Sachen, die muss man immer, immer alleine entscheiden. Wir haben uns jetzt ein paar Minuten unterhalten. Aber für mich reichen diese paar Minuten aus, um zu sagen, dass da, ich glaube, das ist auch keine große Kunst, dass da eine ganze Menge schief läuft, dass da eine ganze Menge nicht in Ordnung ist. Und dass es wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich für dich das Beste wäre, jetzt eine Trennung zu vollziehen. Jetzt eine Trennung zu vollziehen, was dann in ein paar Jahren ist, sei dahingestellt. Aber es wirkt alles schwierig, es wirkt alles belastend für dich. Es wirkt so, als würdest du wirklich wie ein Hamster im Rad drehen und nicht vorankommen und immer wieder letztendlich sogar zurückgeworfen zu werden. Darf ich noch mal eben was sagen? Diese Geschichte gestern oder vorgestern mit dieser Frau, also ich hätte echt so heulen können, ne? Also mit diesem farbigen, die da so lange belogen worden ist. Die war 23 Jahre alt. Ja, das war gestern, ja, also das hat mir auch so, da habe ich auch gedacht, Mensch, hoffentlich passiert, bei mir ist es jetzt ein bisschen was anderes, aber ich habe auch gedacht, nicht, weil du zu ihr gesagt hast, das ist ja so ein ganzes Leben, ne? Was man dann irgendwie... Sonja, zieh eine Konsequenz aus all dem, was du in den letzten Jahren empfunden hast. Und ich glaube, dann machst du das Richtige. Zieh eine Konsequenz daraus und zieh es konsequent durch. Das musst du machen. Und da wünsche ich dir alles Gute für. Na, danke schön. Von ganzem Herzen. Damit auch nicht ein ganzes Leben verfuscht ist. Nee. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Sonja. Unser Thema morgen heißt die Macht der Mütter. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über gewalttätige Mütter, über ignorante Mütter, über Schwiegermütter, vielleicht über Mütter, die sehr Menschen sehr im Griff haben, Männer sehr im Griff haben, ihre Jungs sehr im Griff haben und die zu Mamasöhnchen machen. Ich möchte auch über Schwiegermütter mit euch reden. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir dann wie immer hier im Radio bei 1 Live und im WDR-Fernsehen. Hier ist Margit und Margit ist 51 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Wie geht's? Dankeschön. Domian, ich habe ein Problem. Erstmal zu den Müttern. Du hast mein Telefonat meiner Mutter zu verdanken. Aha. Sie himmelt dich an, sie sieht jede Sendung, sie verschlingt jedes Buch von dir und sie hat gesagt, Margit, ruf mal an. Wie heißt was die Mama denn? Hast, das haben die da noch nie erzählt. Wie heißt die Mama mit Vorname? Margit. Die heißt auch Margit. Ach, die Mutti? Die Mutti, ja. Inge. Hallo, Inge. Die guckt auch. Hallo, Inge. Ich bin in der Küche. Alles klar. Ich seh dich jetzt nicht. Alles klar. Jetzt haben wir die Inge gegrüßt. Ja. So, jetzt also erzählt mir die... Also mein Thema ist, ich bin sexübersättigt. Mir geht's folgendermaßen... Halt! Ich hab's nicht gesagt. Du bist sexübersättigt? Ja. Ja.
Mir geht es folgendermaßen, wenn ich weggehe und Männer, die mich ansprechen, ja, die versuchen im Endeffekt immer, ich will mich intellektuell unterhalten, ich bin so ein bisschen Sender-Berger-Typ, so ein bisschen unnahbar und sitze auch immer ein bisschen versteckt. Auch so äußerlich, so ein bisschen wie Sender-Berger? Nur die harten Typen, ne? Ja. Und dann fangen die irgendwann über Sex an und ich kann das nicht mehr hören. Ja. Und jetzt habe ich mir angewöhnt, wenn ich weggehe und ich merke, da ist Blickkontakt, ja, und derjenige traut sich aber nicht zu mir zu kommen, ja, dann gebe ich dem über den Obern Getränk aus, nur wenn er was möchte, ja, und dann lerne ich diese Männer kennen. Ach so. Und die sind ganz anders. Aber die letzt... nicht über Sex. Nee, aber letztendlich... Aber die melden sich auch nicht mehr. Die melden sich nicht mehr? Nee, die melden sich dann auch nicht mehr. Also die nehmen das Getränk von dir an, unterhalten sich mit dir und das war's dann? Ja, das ist doch schön. Das ist auch in deinem Sinne dann? Ja, das ist auch in meinem Sinne. Aber wo gehst du denn da immer aus? Wo treibst du dich da rum? Ja, ich gehe in Tanzcafés und Diskotheken, ne? Ja, ja. Also wo ein bisschen ältere auch sind, ne? Ja, du bist 51, das ist ja noch, ist ja, noch nicht eben, so... Ja, denke ich mal oft, Margit, guck nicht hin, das könnte dein Sohn sein. Und dann suche ich mir doch ein bisschen ältere Männer aus, die baggern, mir zusagen, ne? Baggern dich denn auch die Jüngeren an? Ja, sicher. Ja, ja. Ich habe bisher viel Beziehungen gehabt, die 10, 15 Jahre jünger waren eigentlich, ja, ne? Wie lange bist du jetzt solo schon? Oh, das kann man schlecht solo nennen. Ich war 99 eine Woche verheiratet. Ach so. Ja. Das ist ja doch auch wieder kurios. Eine Woche verheiratet. Ja, 2 Monate gekannt und eine Woche verheiratet. Aber wer heiratet denn schon nach 2 Monaten? Ja, ich wollte am 13. auf den Freitag heiraten. Margit. Da bin ich auch geboren. Du bist ja drauf. Ja. Und hat die Mama hat jetzt gesagt, die Inge hat gesagt, Mensch, ruf den Domian mal an, erzähl dem, dass du keinen Bock mehr auf Sex hast. Ja, die Mutter hat gesagt, ruf du mal den Domian an, der hat immer so traurige Themen und der hat bestimmt was zu lachen, wenn er mit dir redet. Ja, das habe ich ja auch schon, in der Tat. Aber dir geht's ja jetzt so ganz gut dabei, ne, mit dem Trick. Mir geht's gut dabei, weil ich solo bin im Moment. Ja, und wenn, dann trinkst du nur mit den Typen mal ein Glas Bier oder ein Glas Wein und dann ist auch gut. Nee, ich trinke keinen Alkohol, ich muss ja Auto fahren. Gut, also ein Glas Limonade oder Cola oder sowas, ja. 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 Wie oft gehst du auf die Rolle? Auch einmal in der Woche. Doch, so oft? Ja, mal jetzt gehe ich, aber über Fasching gehe ich gar nicht weg. Weil da ist man ja wie freiwillig, wenn man da allein als Frau geht. Fasching, woher kommst du? Aus dem Saarland. Aus dem Saarland. Ah ja, ja, wir nennen das ja hier Karneval. Ja. Ja. Wenn du dann so weggehst, gehst du alleine oder mit immer Freunden? Allein. Immer alleine. Immer ich habe keine Freundin, ich habe keine Freunde. Ich war das erste Mal verheiratet, über 15 Jahre. Ja. Und 5 Jahre gekannt, also 20 Jahre. Und da hat mein erster Mann mir erklärt, dass er zu seiner Jugendliebe zurückgeht. Und das ging schon ein Jahr. Und da war ich 37. Und da habe ich erst gemerkt, dass ich noch nie im Leben einen Orgasmus hatte. Ne? Oh. Und das habe ich erst gemerkt, weil mein Mann war meine erste Beziehung. Ja. Und dann habe ich gedacht, das wäre halt so. Ja. Ist, ne? Und wie alt warst du, als du den ersten Orgasmus hattest? Der 37, ach, das direkt kam, danach. Ach, kam dann. Achso, kam ja, dann. Ja, 5 Tage, nachdem mein Mann mir das erzählt hat, habe ich schon einen neuen Freund gehabt. Ne? Und dann hat das gleich geklappt mit dem neuen Freund. Der bist ja eine Granate. Ja, bin ich. Mensch, Kinder hast du keine? Nee. Darf ich fragen? Ich habe gerade so ein Bild von dir. Du sagst, vom Typ bin ich so wie Center Berger von der Ausstellung. Siehst du auch so ähnlich aus wie Center Berger? Ja. Siehst du wie Center Berger aus? Was machst du, wenn ich fragen darf, vom Beruf? Ich bin Diplom-Textildesignerin. Ja. Bin aber im Moment arbeitslos, da ich 20 Jahre in Frankfurt gelebt habe und in Kassel auch und hier im Saarland keine Textilindustrie ist. Ja. Und da finden Sie die nichts Vergleichbares für mich. Ne? Hast du gerade gesagt, ich habe gar keine Freunde oder Freundin? Nee. Kann ich mir bei dir, was du für ein Typ bist, gar nicht vorstellen. Du bist so ein geselliger Typ. Ja, sicher bin ich gesellig. Ja. Aber ich bin ein Einzelgänger geworden. Ach. Ich musste in der ersten Ehe schon viel selbst regeln. Ich habe meinen Mann sehr verwöhnt, der war sehr sensibel oder ist sehr sensibel. Ja. Ich hoffe, es geht ihm gut, er ist glücklich, damit die Scheidung auch einen Grund hatte. Und ich musste halt Selbstbestätigung haben, das ist ja klar, nachdem der mir das gesagt hatte. Ja, ne? Ja. Und da habe ich auch viele Affären und so gehabt, aber jetzt bin ich seit einem Jahr in den Wechseljahren. Und ich muss noch mal Frauenarzt fragen, ob das vielleicht an den Hormonen liegt, die der mir gibt, dass ich so eine Ausstrahlung auf die Männer habe. Ne? Also die sexuellen Gelüste haben aber auch ein bisschen nachgelassen jetzt. Nee. Oder? Nee.
Nee, das nicht. Aber ich war noch nie verliebt, Domian, und ich habe noch nie richtig geliebt. Das ist traurig, ne? Ja, ich habe so einen Schutzfilm in mir, dass ich mir sage, ich darf mich nicht so stark an einen Mann binden, dass ich nachher nicht mehr allein ohne den leben kann. Ich muss auch dazu sagen, ich bin durch die erste Scheidung psychisch krank geworden, manisch-depressiv. Oh ja, Bin im Moment aber nur mit Lithium gehalten, also normal. Ja. Und kannst dir vorstellen, was bei mir los ist in der Manie. Gut, ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass man da natürlich erstmal auch ein gebranntes Kind ist, ne? Von wenn man sowas erlebt hat früher. Ja. Dennoch ist es natürlich, ist es gut, wenn man so eigenständig bleiben will, aber man muss natürlich irgendwo auf der anderen Seite auch sich fallen lassen können in eine Beziehung, finde ich. Ja, man muss beides können, das ist die Kunst irgendwie. Ja, ne? Das möchte ich auch, Domian, nur finde mal einen Mann, der intelligent ist und auch gut im Bett. Und der sagt, ich bleibe bis zum Ende des Lebens bei dir. Und der auch das noch ist im, mein Wunschtraum. Und der dann auch noch im Saarland wohnt. Nee, der kann wohnen, wo er will. Ach so, du würdest dann da hingehen auch. Ja, sicher. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, die sexuellen Bedürfnisse sind doch auch noch schon da. Ja. Aber du lässt es ja gar nicht mehr drauf ankommen. Und wieso? Ich habe genug Männer, die mich anrufen. Wenn ich dann mal Lust habe, dann sage ich, komm vorbei. Ach so, du hast ja ein Telefonbuch, wo man, wenn man Bock hat, da kann man telefonieren. Ja, aber die rufen mich von sich aus an, weil ich bin da nicht so schlecht drin. Und das, was die erste Sprecherin bei dir gesagt hat, ich bin sehr neugierig, ich bin ein Zwilling. Ja. Und ich muss sagen, das ist sehr schön und macht viel Spaß. Und man sollte nicht was verurteilen, was man noch nie gemacht hat. Ja, na gut, wenn es nicht ihr Ding ist, wie du sprichst jetzt auf das Anpieseln an. Ja. Ne? Hast du das denn auch schon gemacht? Ja, sicher. Ehrlich? Ich habe alles schon gemacht. Ehrlich? Ja, sicher, das ist schön. Warst du nicht geschockt, als der erste Typ das von dir verlangt hat? Nee. Warum? Man ist unter der Dusche, duscht sich ab, ist nichts dabei, das ist ein schönes Gefühl. Also bist du eine Frau mit Erfahrungen, ne? Ja, auf jeden Fall. Bist du doch mit dem Teufel zugehen. Ich bin durch eine Liebesschule gegangen. Was ist das? Das war eine Beziehung, die ging 5 Jahre. Ja. Und ich war ja total unerfahren in meiner ersten Ehe. Ja, ja. Ich habe ja gemeint, wenn man ein bisschen intelligent ist als Frau, dürfte Sex keinen Spaß machen. Das wäre nur was für Männer, ne? Ja. Und habe auch kein Dessous oder so getragen. Jetzt habe ich oben die Wohnung voll damit. Ja. Und da habe ich den kennengelernt. Das war halb Serbe, halb Deutscher. Ja. Und der hat mir so peu à peu alles beigebracht. So, daher Liebesschule. Und als ich dann alles wusste, habe ich Schluss mit ihm gemacht, ne? Ach so. Da musste ich ja auch testen, ob das stimmt, ne? Ah, das war dein Lehrmeister? Ja. Und nachdem du alles gelernt hast, bist du weg von ihm? Ja. Und hast dich in die Männerwelt gestürzt und alles ausprobiert? Ja, genau. Ja. Auch so SM-Geschichten, so harte Sachen? Nee, das mache ich nicht. Das nicht? Nee, das mache ich nicht. Da ist die Grenze. Ja, da ist eine Grenze, ne? Also, es muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn du keinen tollen Mann findest, Mensch. Bei aber Domian, einer, der intelligent ist und noch gut im Bett. Entweder ist das eine oder das andere. Gibt's auch alles. Guck mal, du bist ja... Du lerne ich die nicht kennen. Ja, ist schwierig. Kulturelle Veranstaltungen. Guck mal, du bist auch intelligent und bist auch gut im Bett. Also gibt's ja auch. Ja, gibt's auch. Das ist ja mein Problem. Aber vielleicht... Dass ich zu gut bin. Aber vielleicht hast du recht, dass das in der Disco, die Disco ist vielleicht da nicht so der gute Tummelplatz. Ja, aber wo soll ich hingehen? Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich habe auch keine richtige Ahnung. Ich könnte im Sommer auf die kulturellen Veranstaltungen gehen vielleicht. Ja, vielleicht. Du wohnst, noch eine Frage zum Schluss, mit deiner Mutti zusammen? Wir haben getrennte Wohnungen. Meine Mutti ist Pflegefall, Pflegestufe 2. Ich pflege sie auch. Ja. Aber sie ist noch so flexibel, dass ich auch mein Leben leben kann. Ne? Das ist schön, ja. Ja. So, jetzt grüßt du nochmal ganz herzlich die Mutti. Ja. Ich kann sie auch hier machen durch die Kamera. Und wünschen ihr gute Besserung. Und ja, dir, das ist sehr lieb von dir, Domian. Und dir wünsche ich einen klugen Mann, der gut im Bett ist. Ja. Ne? Und für immer bei mir bleibt. Und für immer bei dir bleibt. Und wenn du den gefunden hast, Margit, dann möchte ich bitte nochmal mit dir sprechen. Das mache ich, Domian. Du mailst uns und dann kriegen wir dich schon in die Strippe. Okay, machen wir. Alles Gute. Und noch toll, toll, toll für deine Sendung. Du bist echt super, Domian. Dankeschön. Schöne Grüße ins Saarland. Danke, ciao. Tschüss. Das war die Margit. Und hier ist Ute. Ute, 46. Hallo Ute. Guten Morgen. Ich habe es ziemlich schwer heute. Und zwar, ich möchte gern meinem Bruder helfen. Mhm. Sein Sohn hat sich heute das Leben genommen. Mhm. Und wie alt war der Junge? Mein Neffe, der ist 21, wäre jetzt 21 geworden. Der hat sich heute das Leben genommen? Ja. Könntest du den Fernseher ganz leise drehen? Ich habe den Fernseher komplett leise. Ja, ich habe irgendwie so einen Hall.
Naja. 21 Jahre alt und heute hat er sich das Leben genommen. Ja. Du? Wie hat er das gemacht? Er ist vom Balkon gesprungen. Aus welchem Stock? Ich glaube, das war der dritte Stock. Und warum? Er war nicht sofort tot, aber er war auch nicht mehr zu sich gekommen. Und warum? Hat man eine Ahnung? Ich würde einfach sagen, er hat alles immer gut verschauspielert, er hat sich immer verstellt, hat einen großen, tollen Mann versucht, nach außen hinzukehren und hat aber vieles nicht auf die Reihe gekriegt und war unheimlich sensibel, aber hat immer so getan, als käme er mit allem unheimlich gut klar. Weißt du, gab es denn ein akutes Problem, ein Hauptproblem, was sein Leben so belastet hat, dass er das getan hat? Ich denke, er hat sich immer eine glückliche Familie gewünscht und die Ehe von meinem Bruder und meiner Schwägerin, die ist auseinandergegangen. Und das hat er irgendwo nicht verkraftet und hat es aber niemals irgendwo sich anmerken lassen. Das ist ein Teil gewesen. Ein anderer Teil ist gewesen, er ist mal zusammengeschlagen worden und hat dann auch niemals irgendwo eine Betreuung gekriegt, weil er eben gedacht hat, nee, da stecke ich alles weg. Ich bin doch ein starker Mann. Ja. Was hat er für einen Beruf gemacht? Der hat jetzt meint gar nichts mehr gemacht. Ja. Der war jetzt nur noch zu Hause. Der wäre im September, hätte er dann wieder anfangen können mit einer Lehre. Das hat sich alles irgendwo immer, er hat immer versagt, aber hat es dann trotzdem noch gepackt und hat sich dadurch aber trotzdem irgendwo als Verlierer gefühlt. Ja, ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Neffen? Schwierig, weil es von seiner Mutter aus war es so, dass sie das so nicht wollte. Dass ihr Kontakt habt? Ja, Kontakt schon, aber nach außen hin, dass da nichts aus der Familie breitgetragen wird. Und immer so die heile Welt. Ja. Und ich habe ihn aber ganz sehr geliebt und das habe ich ihm aber auch gesagt. Ja. Und dein Verhältnis zu deinem Bruder, ist das gut? Das ist ganz inniglich, ja. Das ist inniglich, ja. Ganz herzlich, ja. Das heißt, du musst jetzt und möchtest auch gerne deinem Bruder beistehen. Ich möchte ihm helfen, ja. Mhm. Und ich würde eben zum Beispiel gerne mal einen Ansprechpartner wissen. Ich habe bloß mal bei euch irgendwie gehört, dass es so einen Verein verwaister Eltern gibt. Das gibt es, ja. Mhm. Kann ich dir gleich die Telefonnummer geben lassen? Ja, das wäre sehr schön. Auf jeden Fall, ja. Und dann möchte ich eigentlich auch noch an alle Eltern appellieren, egal wie die Zeugnisse ausgesehen haben von den Kindern, die sollen ihren Kindern sagen, dass sie lieben und dass sie zu ihnen stehen. Und auch wenn die Kinder manchmal versuchen, die Eltern zur Weißglut zu bringen, die wollen das nicht, die wollen einfach nur geliebt werden. Wann hast du erfahren von dem Unglück? Heute Nachmittag. Ja. Um 4. Ja. Hat dein Bruder es dir gesagt? Ja, er hat mich zu sich geholt. Er wohnt jetzt ganz allein in einem großen Haus. Also ist jetzt richtig echt verlassen. Ganz verlassen jetzt. Ach so, er ist mit seiner Frau gar nicht zusammen? Nein. Das ist vor 2 Jahren auseinandergegangen. Ach, das hast du heute ja gesagt. Ja, genau. Warst du die ganze Zeit jetzt bis gerade bei deinem Bruder? Nein, ich war bis um 7 bei meinem Bruder. Und dann hat er mich fortgeschickt. Das hält einfach auch nicht aus. Und er hat auch niemanden, mit dem er jetzt im Moment reden kann? Nee. Ich denke ganz einfach, dass er irgendwo dann vielleicht was getrunken hat und sich dann hingelegt hat oder sowas. Wenn er schlafen kann oder so, ich weiß es nicht. War das das einzige Kind von deinem Bruder? Nein, hat auch noch eine Tochter gehabt. Die Tochter ist aber sehr stark und sie hat es wahrscheinlich mit als Erste mit erfahren. Die war bei der Mutter zu dem Zeitpunkt mit. Das ist bei der Mutter dort passiert. Du sagst ja, der Junge ist nicht sofort gestorben nach dem Sturz. Nein. Das heißt, er war noch im Krankenhaus? Ja. Mhm. Ist aber nicht wieder zu sich gekommen. Mhm. Und man hat keinen Abschiedsbrief oder irgend so etwas gefunden? Gar nicht. Gar nichts. Ist ja das, was mein Bruder auch so sehr fertig macht. Wir haben auch überall nochmal gesucht, zu Hause auch nochmal. Macht der Bruder sich Vorwürfe? Hat er gemacht, ja. Ich hoffe, dass ich da in der Richtung das alles nehmen konnte. Auch in Richtung, dass er anderen Vorwürfe macht. Den einzigsten Vorwurf, den ich jemandem mache, das ist ein Psychiater, bei dem der Sohn gewesen ist, ein einziges Mal, und der im Grunde genommen nicht groß auf seine Schwierigkeiten und sowas eingegangen ist. Der hat ihn einfach bloß Beruhigungspillen verschrieben und hat ihn vom Zivildienst befreien lassen und das war alles. Der hat sich mit den Eltern nicht in Verbindung gesetzt und gar nicht. Der hätte sich mehr mit dem Jungen auseinandersetzen müssen und nicht einfach nur ein Rezept aufschreiben sollen. Ich nehme an, dass der Junge geblockt hat. Ich nehme an, dass er geblockt hat. Aber ich denke mir, wenn ein Kind so
so sehr in psychisch Bedrängnis ist, dass man dem sowas verschreibt und dass man ihn sogar vom Zivildienst befreien kann, dass man in dem Augenblick die Verpflichtung hätte, sich mit den Eltern in Verbindung zu setzen. Und das sehe ich auch so. Und er hätte auch die Verpflichtung haben sollen, sich mit dem Jungen weiter auseinanderzusetzen. Das weiß ich nicht, ob er dann einfach nicht gegangen ist, wenn der Psychiater das versucht hat. Ich denke mir, dass solche Leute, die dann so weit unten sind, dass die überhaupt gar keinen an sich mehr ranlassen wollen und dass es dann bloß über die Eltern noch geht oder über Verwandtschaft. Ja. Ich finde sehr nett von dir, Ute, dass du dich so um deinen Bruder jetzt kümmerst und dich auch sorgst und dass du dann auch hier angerufen hast und in der Hoffnung, dass du von uns ein bisschen Hilfe kriegst. Ja. Das wollen wir jetzt auch machen, so weit das in unserer Macht steht. Ja, das heißt, du legst auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Ja. Dann bekommst du die gewünschte Kontaktadresse und vielleicht auch noch, hat er noch ein paar andere Ideen, wie du dann deinem Bruder auch noch ein bisschen helfen kannst jetzt, ihn unterstützen kannst. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen, du legst auf und wir rufen gleich an. Ja, danke. Auf Wiederhören. Deine Sendung ist wirklich unheimlich gut. Ich bin froh, dass es dich gibt. Sehr nett von dir. Danke, Ute. Tschüss. Hier ist Christina. Christina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Okay. Guten Morgen, Christina. Ich habe ein Problem, Domian. Und zwar, ich habe seit 2 Jahren einen Freund. Ja. So, und als ich schon die ersten 2 Monate mit ihm zusammen war, hat er mir schon das Gefühl halt eben gegeben, dass ich halt nichts Besonderes für ihn wäre. Halt schon nach 2 Monaten? Ja, halt mich in den Arm genommen und alles. Und ich habe mich halt vernachlässigt gefühlt. Und dann bin ich halt weggefahren in die Disco und habe halt eben da jemanden kennengelernt. Und da ist auch so weiter nichts gelaufen, außer halt ein Kuss. Und das hat er halt rausgekriegt, weil da ein Kumpel von ihm dabei war und der hat ihm das erzählt. Und er hat dann gesagt, es ist Feierabend. Wir reden jetzt von einem Vorfall ganz am Anfang der Beziehung, ne? Ja, genau. Ja. Nach 2 Monaten schon. Mhm. Da habe ich dann halt eben zu ihm gesagt, tut mir leid und so, ich mach das nicht mehr. Und dann bin ich ein halbes Jahr hinterhergelaufen, wo wir uns ein halbes Jahr jeden Tag halt eben gesehen haben. Wir waren nicht zusammen, aber doch irgendwie zusammen. Ja. Halt ganz komisch. Und dann nach einem halben Jahr hat er gesagt, er verzeiht mir. Und jetzt nach 2 Jahren kriege ich halt immer noch vorgehalten, was halt vor 1,5 Jahren passiert ist. Und er vertraut mir halt eben nicht. Stopp mal. Der hält dir vor, diesen einen kleinen Piesel-Pusel-Kuss da. Ja, das ist ein ganz schlimmer Typ in der Sache, der kommt wie nach seinem Vater. Sein Vater ist genauso. Also nochmal, wir halten mal fest. Damals ist nichts weitergelaufen als ein Kuss. Ja, genau. Und das ist passiert, weil du auch schon da sehr gefrustet warst, weil du unzufrieden warst. Ja. Ihr seid aber dennoch dann zusammengeblieben und er hält dir diese eine kleine Sache heute noch vor? Immer noch vor, ja. Er hatte halt Angst, dass ich ihm halt in Anführungszeichen immer noch fremdgehen würde. Das ist doch aber ich hab das nicht mehr gemacht. Ja, das ist doch absurd wegen so einer Kleinigkeit. Es ist doch lächerlich. Ich darf auch nicht mehr weggehen. Ich habe gar nichts mehr. Ich darf nicht allein ins Sonnenstudio. Er lässt mich nirgendwo mehr allein hingehen. Der kontrolliert mich. Schau mal, du darfst nicht allein ins Sonnenstudio? Ja, zum Beispiel. Oder allein, wenn ich sagen würde, in Disco, er ist kein Disco-Typ, dann bleiben wir schon immer zu Hause seit einem halben Jahr. Und jetzt besitzt er die Frechheit und meldet halt noch mit anderen Mädchen. Habe ich halt mitgekriegt, weil ich sein Handy durchsucht habe. Ja. Dass er halt hab dich lieb schreibt und sich schon hinter meinem Rücken mit anderen treffen wollte. Und da habe ich ihn drauf angesprochen und da hat er gesagt, ich schätze ihn nicht mehr all und was mir da einfällt. Und aber Christina, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der dich, ihr wohnt zusammen, ne? Nee, Gott sei Dank. Gut, Gott sei Dank leider eigentlich nicht. Ach so, wie kann er das denn alles dann so überwachen, dass du beispielsweise nicht in Sonnenstudio gehst, wenn ihr nicht zusammen wohnt? Also der vermutet das immer, wir wohnen 2 Minuten voneinander weg. Aber du hast eine eigene Wohnung, du wohnst nicht bei deinen Eltern mehr. Ich wohne bei meinen Eltern und er wohnt auch bei seinen Eltern. Ach so. Und dennoch macht er so einen Terror und verbietet dir, dass du das alleine machst. Er will im Prinzip, dass du entweder zu Hause bei deinen Eltern bist oder bei ihm bist. Ja. Dass ihr zusammen was macht. Ja. Und ich weiß halt nicht mehr, was ich machen soll. Wir reden jeden Tag halt eben von Schluss und alles. Und das geht halt nicht. Aber Christina, ich will dir mal sagen, da bist du aber auch also wirklich viel, viel zu gutmütig. Viel zu gutmütig, was du da mit dir machen lässt. Ja, was du da mit dir machen lässt. Die Sache, die du am Anfang erzählt hast, finde ich schon ein Hammer. Und das, was du jetzt nachher im Nachhinein noch erzählt hast, ist schon so krass, dass ich dir ganz klar sage, dass du von dem Typ weg musst. Ich komme aber nicht vom Weg, ich bin abhängig von dem. So, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ja. Aber ich möchte, dass wir uns gleich noch unterhalten nach der Sendung. Ja. Ne? Das bedeutet, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Gut, Christina, bis gleich. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Michael Jansen. Morgen heißt unser Thema die Macht der Mütter.
Und ich möchte gerne mit euch reden über krasse Mütter, über dominante Mütter, ignorante Mütter, über Schwiegermütter, über Mütter, die auch ihre Kinder abhängig machen von sich und Muttersöhnchen entstehen lassen. Oder Muttertöchter gibt es ja vielleicht nicht so den Begriff, aber es gibt es ja auch. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar und um 1 sind wir hier im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Bundesgesundheitsministerin Schmidt hält die höheren Krankenkassenbeiträge auf Betriebs